In diesem Video will ich dir zeigen, wie du mehr Geld umsetzt, mehr Umsatz machst, besser verkaufen kannst und gleichzeitig weniger arbeitest, effektiver arbeitest als Coach, Berater, Trainer oder wenn du ein Teaching-Business hast, so wie ich, du unterrichtest, du coachst Menschen, du stehst für eine ganz bestimmte Expertise. Wenn du diese Expertise gut verkaufen willst, du willst mehr Geld machen, du willst mehr Umsatz machen und du willst auch gleichzeitig weniger arbeiten, dann bist du in diesem Video genau richtig. Und in diesem Video werden wir uns konzentrieren auf drei sehr wichtige Bereiche, auf die eigentlich essentiellsten Bereiche, die du brauchst, um ein sehr erfolgreiches Coaching-Business auf- und auszubauen. Und diese drei Bereiche sind: erstens, der Wert deines Angebotes. Konzentriere dich darauf, was ich sage. Der Wert deines Angebotes, nicht nur dein Angebot, sondern der Wert deines Angebotes für dein Gegenüber, für den, der es kaufen will. Wenn du das hast, wenn du ein gutes Angebot hast und herausgefunden hast, wirklich, entschuldige, wenn ich das so sage, wirklich kapiert hast, was bedeutet dieses Angebot, was ich habe, für andere Menschen? Was ist es wirklich wert für andere Menschen? Was für eine Veränderung bewirkt dieses Angebot, was ich habe, im Leben anderer Menschen? Wenn du das begriffen hast, dann bist du einen Riesenschritt voraus. Voraus deinen Konkurrenten und von 99% aller Menschen, die versuchen, ihre Angebote zu verkaufen. Darauf werden wir uns konzentrieren. Ich werde dir zeigen, wie genial dein Angebot eigentlich ist. Als nächstes, wenn du dein Angebot und den Wert deines Angebotes gut herausgearbeitet hast, herausgefunden hast, geht es daran, es zu verkaufen. Und ich zeige dir den besten, den genialsten Verkaufsprozess bzw. Verkaufstool, den es auf dieser Welt gibt. Und es kostet dich keinen Cent, diesen Tool anzuwenden. Die Sprache ist hier von dem genialen Tool Storytelling, also das Geschichten erzählen. Und das ist auch der Grund, warum du Abend für Abend oder Tag für Tag kommst und dein Fernseher einschaltest und dich vor deinem Netflix setzt und dich unterhalten lässt und die auch noch gut dafür bezahlst und dein Abo niemals kündigt. Vielleicht hast du auch Amazon Prime, dann sitzt du auch noch vor YouTube, dann sitzt du vielleicht auch noch im Fernsehen, was ich nicht mehr mache. Aber das Schlüsselelement, den besten Verkaufsfreund, Verkaufstool, den du brauchst, ist Storytelling, ist das Geschichten erzählen, was dir in diesem Augenblick eigentlich zur Verfügung steht. Du musst es nun nutzen. Wie du es nutzt, erkläre ich hier in diesem Video. Und last but not least, brauchst du eine ganz bestimmte Einstellung. Und diese Einstellung heißt, du musst wissen, du musst rausgehen mit deinem genialen Angebot, was du herausgefunden hast. Du musst rausgehen mit den Stories, die du in deinem Business hast und kennst, und du musst sie erzählen, um was zu tun, um zu verkaufen. Also beschäftigen wir uns auch hier mit dem Verkaufen, mit Verkaufspsychologie und mit Verkaufsmindset. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du diese drei Bereiche in dein Coaching-Business immer wieder integrierst, verstanden hast, sie einzusetzen, verspreche ich dir, baust du ein geniales Coaching-Business auf. Oder was für ein Business du auch immer hast, du musst ja kein Coach sein, aber du trainierst, du gibst, du hast ein Angebot, du arbeitest mit anderen Leuten, dann bist du für mich schon ein Coach, ein Berater, ein Trainer. Lass uns also anfangen und uns auf das Wichtigste konzentrieren in deinem Business, in deinem Coaching-Business. Was ist das Wichtigste in deinem Coaching-Business? Dafür kommen wir näher zu meiner Festplatte und legen los. Das Wichtigste in deinem Coaching-Business, was wir gesagt haben, ist der Wert deines Angebotes. Und zwar meine ich damit der Wert deines Angebotes für die Menschen da draußen. Um dein Angebot genial zu verkaufen, musst du diesen Wert erstmal selbst entdecken. Und dazu erzähle ich dir eine Geschichte. Eines Tages saß ich mit einer Klientin von mir. Es war unser erstes Treffen. Wir saßen beim Frühstück und sie ist Coach und sie erzählte mir, wer sie ist und was sie macht. Denn das ist ja das Allerwichtigste, was ich meine Klienten zuallererst frage.
Wer bist du? Was machst du? Und selbstverständlich richtet sich meine Frage versteckt nicht, wer bist du, was hast du für Hobbys, was hast du für Interessen und so weiter und so fort. Das ist nämlich deinem Gegenüber immer scheißegal, sondern wer bist du und was machst du für die anderen Menschen? Und sie erzählte mir, sie ist Coach für Kreativität vor allem und bringt die Leute dazu, kreativer zu werden in ihrem Leben, ihre Kreativität auszuleben in ihrem Leben, indem sie diese Menschen zu mehr Selbstachtung und dadurch zu mehr Selbstliebe bringt. Und du könntest natürlich an dieser Stelle jetzt sie auslachen, wie jeder von uns die Leute auslachen würde, die deren Produkt Selbstliebe und so weiter und so fort ist. Aber ein Tipp, den ich dir an dieser Stelle geben kann, ist, egal wie lustig oder bemitleidenswert oder esoterisch oder wie auch immer dein Angebot klingt. Wenn du mit unglaublicher Begeisterung an die Sache glaubst, verspreche ich dir, wirst du so viele Menschen mit dieser Begeisterung, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Liebe und hoffentlich dahinter mit Know-how anstecken, dass die Leute dein Angebot von dir kaufen werden. Wenn aber dein eigenes Licht für das Angebot, was du hast, erlöschen ist und du glaubst sehr zum Beispiel an das Angebot Selbstliebe, aber du weißt, die Leute lachen das aus, Selbstliebe, mit Selbstliebe erreichst du dies und jenes, wenn deine Selbstliebe nicht da ist, erreichst du das und das und das nicht. Du weißt, die Leute lachen dich auch aus, aber das ist dir scheißegal. Du glaubst mit aller Macht daran, weil du mit jeder Pore deines Wesens davon überzeugt bist. Wenn die Selbstliebe fehlt, kannst du auch nicht etwas, was du hast für andere, eine Energie, was auch immer, damit andere Menschen anstecken, weil du bist selbst blockiert. Und in diesem Falle war meine Kundin, die zum ersten Mal mit mir da saß und redete, selbst blockiert, obwohl sie ein Kreativitätscoach ist und obwohl sie wirklich sehr daran glaubt, wie sehr diese Selbstachtung und Selbstliebe wichtig ist für andere Menschen. Also erzählt sie mir, ich bin Kreativitätscoach und bringe die Leute dazu, ja, mehr Selbstachtung für sich zu empfinden und dadurch dann auch mehr Selbstliebe. Und erzählt mir so ein bisschen weiter, ich höre ihr zu, aber ich merke, sie ist niedergeschlagen, weil sie blockiert ist. Und nach einer Weile, ich frühstücke weiter, trinke meinen Kaffee und höre ihr zu. Und nach einer Weile setze ich meine Kaffeetasse ab und sage zu ihr, weißt du, ich habe herausgefunden, was du anbietest. Und sie so, oh, was biete ich denn an? Und ich sagte zu ihr, was du anbietest anderen Menschen, ist ein Perspektivwechsel. Du verkaufst eigentlich ein Perspektivwechsel, indem du die Leute zu Selbstachtung und dadurch zu Selbstliebe führst, bietest du ihnen einen Perspektivwechsel an. Sie schaut mich an, als Storytelling-Coach, der spannende Geschichten erzählt, sagt sie, das ist aber jetzt gerade nicht sehr sexy, oder? Perspektivwechsel, was ist das schon? Wer will das schon kaufen? Und ich sage zu ihr, das klingt vielleicht nicht sexy, aber es ist unglaublich sexy und es ist unglaublich wertvoll. Schließlich, wenn es nicht wertvoll wäre, würdest du es machen? Würdest du es anbieten? Warum stehst du und sitzt du hier vor mir und bietest viel Geld für mein Coaching an, um das zu vermarkten, was du vermarkten willst, obgleich du sagst, das ist nicht sexy, das ist nicht wertvoll. Du bezahlst ja selber so viel Geld dafür, um es an den Mann zu bringen. Wo bleibt dein Glaube? Ja, aber Perspektivwechsel klingt nicht sexy, sagte sie zu mir. Ich so, klingt nicht sexy? Na dann, lass mich dir zeigen, was du eigentlich anbietest. Und ich malte ihr folgendes Bild. Ich sagte zu ihr, stell dir vor, da kommt jemand zu seinem Haus. Er kommt von der Arbeit, hat seine Aktentasche in der Hand, ist in Gedanken, schaut auf sein Haus und sieht das Tor. Das riesige, wunderschöne Gartentor zu seinem Haus liegt in Flammen und in Brand. Und wenn er diesen Brand nicht löscht, wird dieses Feuer
auf sein Haus übergreifen, in dem seine Frau und seine Kinder sind. Und der kommt von der Arbeit mit seiner Aktentasche, entdeckt das, das ist das erste Bild, was er sieht, und der ist hypnotisiert und schaut auf dieses Torbogen, was gerade in Brand steckt, und kann nichts machen. Er ist wie hypnotisiert und schaut mit seinem Aktenkoffer in der Hand, wie angewurzelt, schaut er auf dieses brennende Torbogen. Und wenn er länger darauf schauen würde, würde das Feuer übergreifen auf das Haus. Seine Kinder und seine Frau würden sterben. Jetzt kommst du als Coach, nimmst den Kopf desjenigen, der nur auf dieses Feuer schaut, drehst seinen Kopf und sagst, hey, schau nicht auf das Feuer. Schau dahin. Guck mal, da ist ein großer, riesiger, roter Feuerlöscher. Nimm diesen Feuerlöscher und lösch einfach das Feuer. Und dann ist die Gefahr vorbei. Dann wird das Feuer nicht auf dein Haus übergehen. Und deine Kinder und deine Frau sind safe. Die sind sicher. Also, guck auf das Feuerlöcher. Nicht auf das Feuer. Guck auf die Lösung. Nicht auf das Problem. Hast du das verstanden? Das hier, habe ich zu meiner Kundin gesagt, das hier machst du für andere Menschen. Das ist alles, was du für sie tust. Ein Perspektivwechsel. Aber damit rettest du ihr Leben. Damit löst du ihre Blockaden. Ist das nicht sexy? Fragte ich meine Klientin. Tust du also nicht diesen Menschen einen Riesengefallen, indem du sein Leben rettest, indem du das Leben seiner Kinder, seiner Frau rettest, indem du einfach nur seine Aufmerksamkeit auf die Lösung richtest. Schau, wir haben also mit dieser Geschichte, die du jetzt von mir gehört hast, mit diesem Beispiel, mit diesem Feuer, was hast du entdeckt? Ihr Angebot ist Selbstachtung, Selbstliebe, mehr Kreativität in deinem Beruf. Okay, das ist das eigentliche Angebot. Wie es konkret aussieht, dazu kommen wir noch. Wie das konkrete Angebot, das konkrete Programm aussieht, ist erstmal egal. Aber das ist das Angebot. Was habe ich aber gesagt? Du sollst dich nicht auf dein Angebot konzentrieren, sondern auf den Wert deines Angebotes. Denn da ist die Kraft, da ist der Power, da ist der Umsatz, da ist das Geld. Und wie schön habe ich dir jetzt gezeigt, vor allem meiner Kundin gezeigt, mit diesem Bild, mit diesem Brand, mit diesem Löschen dieses Brands, wie immens wichtig ihr Job ist, wie immens wichtig der Wert dessen ist, was sie als Coach eigentlich tut. Nämlich, sie ist ein Lebensretter. Wir kommen jetzt zu der nächsten Geschichte und du wirst merken, was ich meine mit Lebensretter, Lebensveränderer. Also halten wir mal hier fest, das Angebot ist ein geniales Perspektivwechsel. Das steht jetzt für Wechsel, okay? Und jetzt kommen wir zum zweiten Element, was du brauchst, um ein geniales Coaching-Business aufzubauen. Das stärkste Verkaufstool, was du besitzt, ist und steht dir kostenlos zur Verfügung. Das ist Storytelling. Du sollst dich darauf konzentrieren, welche Stories. Was meine ich damit? Zeige ich dir gleich. Was ich damit meine, dass du Storytelling brauchst, dass du Storytelling nutzen sollst, um das als Verkaufsprozess, Verkaufstool zu nutzen, zeige ich dir ebenfalls gleich mit einer Geschichte. Also sitze ich da mit meiner Kundin und frage sie, zeig mir mal, wie bringst du den Leuten bei, mehr Kreativität in ihr Leben, in ihre Arbeit reinzubringen, durch Selbstachtung und Selbstliebe. Und sie erzählt mir eine Geschichte. Eines Tages kam ein Mann zu ihr und dieser Mann war jemand, der ein Manager war für ein großes Altersheim. Dieser Mann kam und setzte sich und klagt darüber, dass er angefangen hat, seit 1 bis 2 Jahren seinen Job, seine Arbeit zu hassen. Obwohl er diese Arbeit, die er seit 28 Jahren schon macht, mit großer Liebe schon immer gemacht hat. Er liebt seine Arbeit über alles, aber seit 1, 2 Jahren beginnt er diese Arbeit zu hassen. Er liebte es schon immer, sich um andere Menschen zu kümmern.
Er liebt es schon immer, sich um andere Menschen so zu kümmern, sie zu pflegen, ihre Angelegenheiten ernst zu nehmen und so weiter und so fort. Sich zu kümmern war eine seiner Leidenschaften. Aber jetzt ist das etwas Verhasstes geworden. Er will es nicht mehr, er mag es nicht mehr. Er versucht sich immer mehr daraus zurückzuziehen und er will nicht mehr. Und er hat Angst, natürlich, dass er als Manager mit so einem guten Gehalt eines großen Altersheims alles kaputt macht, seine Karriere kaputt macht, seine Ehe kaputt macht, kein Geld mehr nach Hause bringt und so weiter und so fort. So kommt er zu dieser Coachin und klagt ihr dieses Leid. Und meine Coachin fragt, was ist denn passiert, dass sie seit 2-3 Jahren so begonnen haben, ihren Job zu hassen. Früher haben sie es geliebt, also muss irgendetwas da sein. Und er beginnt ihr zu erzählen, dass er das Gefühl hat, dass er gar keine Zeit mehr hat für sich. Er hat seit 2-3 Jahren, hatte das Gefühl, vielleicht war es früher auch so, aber jetzt ist es noch viel deutlicher geworden, er nimmt niemals Zeit für sich. Er hat niemals Zeit für sich. Er kümmert sich immer um andere, weil seit seiner Kindheit gab es Ereignisse, wo er gelernt hat, wenn er sich um andere kümmert, dann ist er ein guter Mensch. Wenn er sich um andere kümmert, bekommt er dafür einen Lohn, bekommt er dafür seinen Platz. Er hat selber gar keinen Platz, indem er erst beginnt, sich um andere zu kümmern, ein helfender Mensch ist, nur die Interessen und Bedürfnisse anderer voraussetzt vor seinen eigenen, darf er existieren. Das ist so sein Muster. Und damit ist er vielleicht 20, 25 Jahre gut gelaufen, gut gefahren und hat es nicht gemerkt, dass er selbst keinen Platz hatte in seinem Leben, dass er sich selbst keinen Platz eingeräumt hat in seinem Leben, sondern immer und ständig nur auf das Bedürfnis anderer Menschen geachtet hat und diese über sich selbst gestellt hat. Das ist das, was meine Klientin aus den Gesprächen heraus gefiltert hat mit ihm. Und dann fragt sie, ich habe eine Frage. Was ist Ihr Hobby? Und natürlich sagt er, ich habe kein Hobby. Mein Hobby oder meine Arbeit. Ich arbeite den ganzen Tag und dann gehe ich nach Hause und dann sind auch meine Kinder, meine Frau und selbst das ist mir jetzt nur noch lästig geworden. Ich habe überhaupt keine Lust nach Hause zu gehen. Ich verbringe immer mehr Zeit beim Feierabend draußen, damit ich nicht nach Hause gehe, weil wenn ich nach Hause gehe, sind ja ihre Bedürfnisse, die da sind und ich muss die ja auch bedienen und stillen und ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Sie haben kein Hobby. Gab es in ihrem Leben irgendeine Leidenschaft, fragt die Coachin. Gab es in ihrem Leben irgendeine Leidenschaft, irgendein Hobby, was sie gerne ausgeübt hätten? Und er sagt, ich wollte schon immer in meinem Leben Schriftsteller werden. Das war so ein Traum, Jugendtraum von mir. Ich liebte das Schreiben. Ich schrieb früher, es ist schon sehr lange her, Tagebuch. Ab und zu schrieb ich auch Geschichten, aber das übe ich gefühlt seit 20 Jahren nicht mehr. Und meine Klientin, die Coachin, sagte zu ihm, sehr gut, da haben wir es doch. Ich habe einen Vorschlag für Sie. Wir machen einen Termin in 2 Wochen. Während dieser 2 Wochen gebe ich Ihnen eine Aufgabe. Sie gehen nach Hause und auf dem Weg nach Hause gehen Sie in eine Buchhandlung, Papierhandlung, was auch immer und kaufen sich dort ein sehr, sehr schönes, großes Heft. Und kaufen sich auch einige tolle Stifte. Sie gehen mit diesem Heft und mit diesen Stiften nach Hause und ab heute Abend nehmen Sie sich vor, jeden Abend eine halbe Stunde für sich zu nehmen und wenn Sie es schaffen und wollen und mögen, jeden Morgen auch eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde für sich selbst Zeit zu nehmen. Das ist alles. Sie nehmen abends, nach dem Feierabend, eine halbe Stunde, ob Sie nach Hause gehen, sich einschließen irgendwo oder ob Sie in ein Café gehen, das ist mir egal. Sie gehen
und nehmen sich eine halbe Stunde Zeit nur für sich mit diesem Heft und mit diesen Stiften und beginnen wieder, ihr Tagebuch zu schreiben, beginnen wieder an ihren Geschichten zu denken. Das ist ihre einzige Aufgabe, die ich ihnen gebe, 2 ganze Wochen lang. Also, jeden Tag eine halbe Stunde oder 2-mal. Morgens eine halbe Stunde, abends eine halbe Stunde. Haben Sie das verstanden? Nun gut, wie soll das mein Problem lösen? Das ist nicht Ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist halbe Stunde abends und morgens oder abends und morgens. Okay. Gesagt, getan. Der Mann geht nach Hause, auf dem Weg besorgt er dieses schöne Heft und die Stifte und geht abends für sich eine halbe Stunde schreiben. Nach 2 Wochen kommt er wieder zurück. Und er geht ganz anders. Er sitzt ganz anders. Er ist ganz gespannt, der Coachin zu erzählen, was passiert ist und sagt, Sie glauben nicht, was passiert ist. Ich habe jeden Abend geschrieben, und nach 2 Abenden habe ich gemerkt, ich habe noch mehr zu schreiben, ich habe noch mehr Lust zu schreiben. Also bin ich morgens früher aufgestanden und habe mir eine halbe Stunde genommen und Sie glauben nicht, was passiert ist. Es macht richtig Spaß. Es macht richtig Spaß. Ich liebe diese eine halbe Stunde. Ich kann es gar nicht abwarten, dass es Feierabend wird, dass ich rausgehe. Ich gehe immer in ein Café, setze mich hin und schreibe mehr als eine halbe Stunde mittlerweile. Und morgens stehe ich auf und so viel ich nur kann, schreibe ich. Und Sie glauben nicht, was passiert ist. Durch dieses Schreiben habe ich das Gefühl, ich bin erfüllter. Mir geht's gut. Mir geht's besser. Und meine Arbeit fällt mir gar nicht mehr so schwer. Und ich beginne wieder langsam die alte Freude zu spüren, die ich früher gespürt habe, als ich sogar meine Arbeit angefangen habe. Aber was hat das Schreiben mit meiner Arbeit zu tun? Mit der Freude, die ich verloren habe und wieder langsam zurückkommt? Und die Coachin sagt, das ist ganz einfach. Abends, wenn Sie schreiben, morgens, wenn Sie schreiben, kümmern Sie sich um sich selbst. Sie achten auf sich. Sie achten also durch Ihre Arbeit nicht nur die ganze Zeit auf andere Menschen, sondern sie achten auf sich. Also haben sie mit dem Prozess begonnen der Selbstachtung. Indem sie sich selbst Raum eingeräumt haben, Raum freigeschaffen haben für ihr Hobby, für das, was sie für sich wichtig erachten, beginnen sie, sich selbst zu achten. Sie betrachten also sich selbst, ihre eigenen Bedürfnisse. Und dadurch, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse auch im Vordergrund stellen, gleichwertig wie die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen, geht es ihnen gut. Sie haben Energie angewendet auf beides. Fokus verteilt auf beides. Und dadurch geht es ihnen gut. Ich schlage vor, Sie machen das die nächsten 4 Wochen weiter und dann sehen wir uns im nächsten Termin. Aber machen Sie das gewissenhaft weiter. Und der Mann sagt, darauf können Sie Gift nehmen, was ich jetzt gelernt habe. Diese Selbstachtung macht nämlich ziemlich Spaß. Der geht 4 ganze Wochen lang, schreibt morgens, schreibt abends, kommt wieder zurück. Wie ein veränderter Mensch sitzt er da und sagt, wissen Sie was? Ich habe beschlossen, mir etwas frei zu nehmen, mir 2 Wochen Urlaub zu nehmen und irgendwo hinzufahren. Und ich habe auch schon ein Zimmer gemietet mit einem Fenster Richtung Meer, auf das Meer guckend, ein Zimmer mit einem Balkon auf das Meer. Ich möchte da hingehen und mir 2 Wochen lang nur Zeit nehmen für Spazierengehen am Strand und für Schreiben. Ich möchte nämlich 6 Kurzgeschichten schreiben. Ich möchte ein kleines Buch rausbringen mit 6 Kurzgeschichten, die ich mir schon alle überlegt habe, für die ich schon alle Skizzen gemacht habe, die letzten 4 Wochen, während ich geschrieben habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr Lieben, erzählte meine Klientin, die diesen Mann behandelte, wie sehr der Prozess der Selbstachtung in den ersten 2 Wochen übergegangen ist zum Prozess der Selbstliebe. Denn dieser Mann hat nicht nur begonnen, Raum für sich zu nehmen, sondern mehr Raum für sich zu eröffnen, mehr Selbstachtung zu sich zu bringen, indem er für sich sagt, ich nehme 2 Wochen mir Zeit, um einen Traum zu erfüllen, nämlich
einen kleinen Roman zu schreiben, ein Buch mit 6 Kurzgeschichten zu schreiben. Das ist dann der Prozess, der von erst Selbstachtung zu Selbstliebe wird und aus der Selbstliebe wird dann Leidenschaft, Raum für Leidenschaft. Und diese Leidenschaft überträgt sich auf dein Privatleben, auf dein Arbeitsleben und so weiter und so fort. So erzählt mir das meine Kundin mit dieser Geschichte. Und dann sage ich zu ihr, siehst du, bitteschön, so wertvoll ist dein Angebot, so wertvoll ist deine Arbeit, so lebensverändernd ist deine Arbeit. Und das habe ich hineingepackt, meine Lieben, habe ich hineingepackt in eine Story, in Storytelling. Hast du gesehen? Sowohl dir zu zeigen, dass du dich konzentrieren sollst auf den Wert deines Angebotes, als auch diesen Wert zu kommunizieren durch Story und Storytelling, habe ich dir beides nahegebracht durch Stories. Zuerst habe ich dir die Story erzählt, das Bild entworfen von meiner Klientin, wie sie zu mir kam, und dann aus ihrem Bereich dir eine Geschichte erzählt, wie sie das Angebot von Kreativität, Selbstachtung, Selbstliebe anderen Menschen rüberbringen soll, zeigen soll, beziehungsweise wie viel wert das ist. Okay? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich habe gesagt zu dir, dass du mit diesen 3 Elementen, die ich dir vorstellen werde, dein Coaching-Business absolut nach oben bringen kannst, mehr Umsatz machen kannst, mehr Geld machen kannst, weniger arbeiten wirst und ein erfolgreiches Business auf- und ausbauen wirst. 3 Elemente, 2 habe ich dir schon vorgestellt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn ich an der Stelle meiner Coaching dir jetzt sagen würde, ich habe ein Programm rausgebracht, wie du mehr Selbstachtung, mehr Selbstliebe für dich empfindest und dieses Kreativitätsprogramm wird dir Flügel verleihen, für wie viel würdest du dieses Kreativitätsprogramm von mir kaufen? 500? 200? 300? 800? 1000? Ich weiß es nicht. Ist es dir wert? Würdest du es jetzt kaufen? Nachdem ich dir diese ganzen Geschichten erzählt habe, wahrscheinlich schon. Aber wie viel würdest du mir geben, wenn ich dir sage und wenn ich dir zeige und beweise, wie ich es gemacht habe mit den Story meiner Klientin, wenn ich dir zeige und beweise, ich kann dein Leben verändern. Dein Leben, was aktuell im Argen liegt, wie zum Beispiel dieser Mann, du hast begonnen, deinen Job zu hassen. Du willst nicht mehr arbeiten. Eigentlich willst du kündigen. Aber du schämst dich gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin, gegenüber deinen Kindern. Du kannst nicht einfach deinen Job verlassen und zu gehen. Du bist blockiert. Du bist seelisch, sagen wir mal, krank. Du leidest an Depression wie dieser Mann. Du willst die anderen Menschen gar nicht mehr pflegen. Du willst deinen Job verlassen. Dein Leben ist also, sagen wir mal ehrlich, scheiße aktuell. Und ich kann dir sagen, ich kann das alles verändern. Ich kann es so wieder machen, dass du deinen Job liebst. Was würdest du mir dafür bezahlen? Ich würde sagen, jede Menge, nicht wahr? Das heißt, das, was du verkaufen sollst, ist nicht ein Kreativitätsprogrammpaket, sondern du verkaufst Lebensveränderung. Du verkaufst wahrlich dieses heilige Wort oder dieses viel zitierte Wort Transformation. Und jetzt hast du in den Geschichten, die ich dir erzählt habe, von meiner Coachin, von ihren Geschichten, von der Geschichte des Mannes, hast du wahrlich die Transformation erlebt. Die Transformation, die du durch ihre Arbeit erfährst, hast du anhand der Geschichten erlebt. Und wenn du dieselbe Transformation erleben willst, würdest du kommen und sagen, ey, ich buche bei dir dein Programm. Ich möchte, dass du mir hilfst. Und genauso ist es auch mit deiner Arbeit. Das heißt, du musst dich fragen, egal was du anbietest, was verändert dieses Angebot im Leben der Menschen, denen ich helfe? Angenommen, du hast ein Yoga-Programm und du bringst die Leute dazu, wieder
ihren Bandscheibenvorfall, Hexenschuss, Rückenschmerzen wieder loszuwerden und wieder stark durchs Leben zu gehen. Da musst du ihnen zum Beispiel so eine Geschichte erzählen, wie der Mann in unserem Falle, der nicht mit seiner Frau und seinen Kindern in den Skiurlaub fahren konnte, oder der fuhr mit denen in Skiurlaub und seine Kinder sagten, Papa, willst du auch nicht mit auf die Piste kommen und mit uns Skifahren? Willst du uns nicht Skifahren beibringen? Und seine Frau, willst du nicht mitkommen? Nein, ich habe Rückenschmerzen. Ich sitze hier und gucke euch zu. Wie scheiße ist das denn? Das Yoga-Programm, was du verkaufst, bringt ihn dazu, nie wieder da unten zuzuschauen, wie seine Kinder und seine Freunde und seine Frau Skifahren, sondern allen voran die Skipiste runterzubrettern, richtig viel Spaß zu haben und seinen Kindern für das Leben Skifahren beizubringen und so weiter und so fort. Du weißt, wo ich mit dir hin will. Du verstehst, wo ich mit dir hin will. Was ist der Sinn? Das verändernde Element, der Wert deines Angebotes. Das ist der Wert deines Angebotes. Nicht dein Yoga-Programm ist dein Angebot, sondern der veränderte, sinnstiftende Prozess in mein Leben, im Leben deines Gegenübers, ist der Wert, den du verkaufst. Und das kannst du viel hochpreisiger verkaufen. Wenn du mir beweist, dass du mein Leben verändern kannst, kannst du von mir 3.000, 5.000, 10.000 Euro verlangen. Ich bin bereit, es zu bezahlen, weil ich die Veränderung bekomme, weil ich die Veränderung haben will. Ich will nicht dein Programm. Ich will die Veränderung. Und die Veränderung ist mir sehr viel wert. Wenn ich einen Job habe, wo ich 6.000, 10.000, 5.000, 3.000 jeden Monat verdiene und dieser Job fällt weg und ich falle auf 500 Euro oder 800 Euro Sozialhilfe, das will ich doch nicht. Also will ich meinen Job mit 5.000 Euro monatlich behalten. Also gebe ich dir monatlich die nächsten 3, 4, 5 Monate, wenn du mein Leben veränderst, 1.000 Euro monatlich, damit ich meinen Job behalten kann. Damit ich meine Zukunft behalten kann. Verstehst du? Konzentriere dich also erstens immer auf den Wert deines Angebotes. Verkauf den Wert, verkauf nicht das Angebot, verkauf nicht das Programm. Zweitens, setz dein Angebot, den Wert dessen, in Stories. Zeig mir mit deinen Stories, mit deinem Storytelling, wow, wo bringst du mich hin? Was für ein Horizont erwartet mich? Was für eine Perspektive erwartet mich, wenn ich dein Coaching buche? Und drittens, wenn du diese beiden hast, ist es deine Aufgabe, dein Angebot an andere Menschen zu verkaufen. Deine Aufgabe ist es, dein Angebot, den Wert dessen mit Stories auch wahrlich zu verkaufen. Die Leute sollen sich für dich entscheiden, für dein Programm entscheiden, denn wenn die sich nicht für dich entscheiden, verspreche ich dir, entscheiden sie sich für deine Konkurrenz. Sie geben dieses Geld, was sie dir geben sollen, so oder so aus. Das verspreche ich dir. Und du musst ein Mindset besitzen, dass sie es bei dir ausgeben, nicht bei anderen. Dieses Verkaufen ist das... Wenn du diese beiden Schritte machst und den hier nicht machst, klingelt es nicht bei dir in der Kasse. Also geh raus, verkauf deine Stories. Verkauf deine Stories. Wenn du deine Stories erzählst, wie die, die ich dir erzähle, und in diesem Falle meine Kundin, musst du noch zwei, drei raufsetzen, dein Angebot unterbreiten und die Leute dazu bringen, zu kommen, ihre Blockaden mit dir zu teilen und denen versprechen, du kannst ihnen helfen, sie sollen jetzt unterschreiben, sie sollen jetzt dein Angebot buchen, jetzt mit dir den nächsten Termin machen. Gerade wollte ich dieses Video beenden, da ist mein Akku alle gegangen, eher von meiner Videokamera, und die Speicherkarte ist voll. Also, um dieses Video noch schön zu beenden, den Rest nehme ich schnell mit meinem iPhone auf. Also, denk daran, meine Liebe, mein Lieber, deine Aufgabe in deinem Coaching-Business ist es, erstens den Wert
zu erkennen, den Wert zu verkaufen mit und durch Stories und das Mindset zu entwickeln, du bist nicht im Coaching-Business. Du bist nicht im Storytelling-Business. Du bist im Selling-Business. Du bist im Verkaufs-Business. Stell dir vor, ich habe Rückenschmerzen. Wenn ich Rückenschmerzen habe, komme ich raus und brauche irgendein Programm, was meinen Rücken wieder gerade biegt. Der beste Verkäufer da draußen, der wird mich für sich und für sein Programm gewinnen. Weil ich bin doch sowieso gekommen, ich habe hier meinetwegen 3000 Euro, um meinen Rücken zu reparieren. Derjenige, der mir sein Programm am allerbesten verkauft, wahrscheinlich durch gute Stories und weiß genau mich zu kriegen, der kriegt mich als guter Verkäufer für sein Rückenprogramm. Und du wartest immer noch mit deinem Yoga-Programm und dein Yoga-Programm ist wahrscheinlich tausendmal besser als seins, aber der ist der bessere Verkäufer. Also sei ein genialer Verkäufer, Verkäuferin, indem du einfach nur hier oben den Schalter umschaltest. Es ist auch meine Aufgabe, es ist vor allem meine Aufgabe, mein Programm an andere zu verkaufen, weil mein Programm ihr Leben verändert. Das ist deine Aufgabe. Verstanden? Wenn du das tust, diese drei Schritte, konzentriere dich auf den Wert deines Angebotes, gieß diesen Wert in Stories und Storytelling und Mindset, verkauf dein Angebot. Du wirst sehen, du wirst richtig guten Umsatz machen. Für mehr, folge mir. Auf jeden Fall abonniere meinen Kanal. Beachte unten die Links, die ich für dich vorbereitet habe. Von mir lernst du vor allem, wie du geniales Storytelling betreiben kannst, wie du geniale Geschichten erzählen kannst und wie du genial mit Geschichten verkaufen kannst. Schau unten, was ich für Links für dich vorbereitet habe. Stell unbedingt sicher, du bist in meinem E-Mail-Verteiler. Wenn ich demnächst Workshops mache, wenn ich einen Workshop anbiete, willst du an diesem Workshop teilnehmen? Beziehungsweise, wenn du ein Gespräch mit mir buchen willst, all die Links, die du brauchst, sind unten. Wir sehen uns in meinem nächsten Video, vor allem aber auch die Links unten.